Liebe Zuschauer, heute möchten wir über das Metall, das am meisten unterbewertet ist in unseren Augen, sprechen, und zwar Silber. Und heute geht es genauer gesagt darum, dass wir Ihnen 5 Gründe liefern, warum der Silberpreis im Zuge der nächsten Jahre steigen wird und muss. Beginnen wir doch mit dem ersten Argument. Das die meisten von Ihnen kennen dürften, aber für die Neulinge trotzdem sehr interessant ist, meiner Meinung nach, denn Gold hat einen sehr langen Track Record, also Gold hat eine Aufnahme der Preise, die über Jahrhunderte oder Jahrtausende läuft. Bei Silber ist es eben so, dass es nur über wenige Jahrhunderte eine Preisaufzeichnung gibt, aber im Zuge dieser Jahrhunderte war das Verhältnis von Gold zu Silber immer 1 zu 15, in manchen Phasen sogar 1 zu 10. Und historisch gesehen ist das die ausschlaggebende Basis, von der wir sprechen, wo der Goldpreis im Verhältnis zum Silberpreis liegt. Ausrechnen können Sie sich das dann ganz einfach, indem Sie den Goldpreis in der entsprechenden Währung teilen durch den Silberpreis in der entsprechenden Währung. Wenn wir uns anschauen, wo wir heute stehen, sind wir bei 1 zu 92, beziehungsweise wir hatten auch kürzlich schon Kurse von 1 zu 110. Sie sehen also, Silber zieht langsam nach. Das, was wir angesprochen haben, dass dieses Verhältnis sich immer wieder angleicht im Laufe der Zeit, dass die Geschichte niemals lügt, das trifft jetzt wieder ein. Und das ist für uns der erste wichtige Grund, den man immer im Hinterkopf behalten muss, um für sich zu analysieren, ob Silber im Verhältnis zu Gold schon teuer ist. Und im Zuge der nächsten Krise wird es der Fall sein, dass auch der Goldpreis massiv steigen muss. Silber hat aber einen viel größeren Hebel, einen intrinsischen Hebel, der sich dann entsprechend wieder lösen wird, sodass sich der Silberpreis an den Goldpreis angleicht. Und allein dadurch ist schon zu erwarten, dass die Silberpreissteigerungen am Markt enorm sein dürften, liebe Zuschauer. Heute bewegen wir uns für eine Unze Silber Maple Leaf zwischen 20 und 20,50 Euro. Also wenn wir davon ausgehen, dass der Silberpreis sich vielleicht verfünffacht, dann können Sie davon ausgehen, dass wir auch im Silber einen Preis von dreistelligen Werten sehen können. Historische Werte, die wir in den Aufzeichnungen sehen, waren zu den Zeiten der Gebrüder Hunt, da kommen wir am Ende nochmal drauf, bei 50 US-Dollar pro Silberunze. Wir hatten auch 2011 schon mal Höhepunkte Richtung 40 US-Dollar, liebe Zuschauer. Und die werden wir meines Erachtens zeitnah in den nächsten Jahren wiedersehen. Natürlich ist das nur eine persönliche Meinung und keine Anlageempfehlung. Das ist ganz wichtig, das an der Stelle zu sagen. Kommen wir doch auf das zweite wichtige Argument. Anders als Gold ist es bei Silber so, dass Silber eine sehr starke Nachfrage in der Industrie hat. Über 50% des verbrauchten Silbers kommt nicht aus dem Anlegermarkt, den Sie bedienen, indem Sie Silber kaufen oder indem Sie physisch in Silber investieren, sondern über 50% gehen in die Automobilindustrie, gehen in die Forschung, in die Industrie, gehen in Computertechnologie, gehen in Solarzellen, Photovoltaik. Also Silber ist ein Verbrauchsprodukt, das mehr verbraucht wird, als es jährlich gefördert werden kann. Und aufgrund dessen gibt es World Gold Council auch jährlich immer Vorausrechnungen ab, wann der Silberbestand, der entsprechend gefördert wird, nicht mehr ausreicht, um die Nachfrage zu decken, beziehungsweise wann das Silber weltweit ausgeht. Im Jahr 2014 gab es mal Vorausrechnungen, dass wir im Jahr 2028 da sind. Diese Vorausrechnungen wurden durch die erhöhte Recycling-Industrie, die sich auch immer stärker etabliert, dahin geschoben, dass wir mittlerweile ungefähr im Jahr 2030, 2031 liegen. Also für Sie zusammengefasst ist Silber eben ein Industriemetall und Silber hat einen viel größeren Bedarf. Wir werden hier an der Stelle mal ein Video einblenden, über das ich gesprochen habe. Da haben wir das Thema auch etwas genauer beleuchtet, wie der Silberverbrauch aus welchen Märkten explizit herrührt. Wenn Sie das interessiert, klicken Sie hier gerne einfach mal drauf, liebe Zuschauer. Aber kommen wir doch zum dritten Argument. Wenn wir uns die rohen, nackten Zahlen anschauen, dann haben wir Edelmetallhändler natürlich einen Vorteil den Zuschauern, also Ihnen gegenüber. Wir sehen, was passiert physisch am Markt und wir müssen nicht auf die Medien vertrauen. Und wenn wir uns ganz genau ansehen, was letztes Jahr im Oktober, im November begonnen hat, dann war das ein Nachfragezyklus, den wir so als Edelmetallhändler in den letzten 10 Jahren unseres Bestehens noch nicht gesehen haben, liebe Zuschauer. Auch historisch, wenn man mit Händlern spricht, die es schon länger als uns gibt, schon über 20, 30 Jahre hinweg, hatten wir noch nie so einen Silberboom. Und dies stellt die Hersteller vor echte Probleme. Sie sehen es vielleicht an den Fidschi-Münzbarren, die ja mit die beliebtesten Münzbarren bei uns im Sortiment sind. Die sind einfach nicht mehr zu bekommen. Aktuell bekommt man nur die 5 Kilogramm Stücke, weil die Firma Valcambi einfach Probleme mit der Rohstoffnachbeschaffung hat. Und die Rohstoffe, die einfach bei den Minen, bei den Herstellern immer knapper sind, führen eben dazu, dass die Hersteller sich dann nur noch auf wenige kernkompetente Produkte beziehen. Und zwar ist es bei der Perth Mint auch zu sehen.
Produkte wie die 10-Unzen oder teilweise auch die Kilomünzen wurden vollständig ausgesetzt. Man hat sich nur noch auf die klassischen Anlageprodukte wie das Känguru Nugget, also der Perth Mint, konzentriert in der 1-Unzen-Größe. Man hat die Exotengrößen, nenne ich sie jetzt mal, um die 1-Unzen-Größe und die Kilogrößen herum weggelassen, damit man einfach nur noch die Nachfrage bedienen kann. Man sieht in den USA auch, es kommt kaum mehr Ware von Übersee auf den europäischen Markt. Früher war es wirklich so, dass wir extrem viel importiert haben, aber die Amerikaner bedienen momentan in der Panik, kann man fast schon sagen, die aufgrund der, ich nenne jetzt den Namen nicht, weil YouTube, der Algorithmus stuft uns sonst herunter, liebe Zuschauer, damit sie auch mal wissen, warum wir die Krise nicht mehr beim Namen bezeichnen. Und gerade in den USA sieht man eben, dass der eigene Markt viel mehr im Vordergrund steht, viel mehr bedient wird. Und um den Punkt abzurunden, die Hersteller und aber auch die Minen haben eben einen Engpass, was die Rohstoffe angeht. Und das hat letztes Jahr im Oktober begonnen, ging dann im Dezember fast in den Höhepunkt unserer Meinung nach, hat dann im Januar leicht abgeflacht, aber ging dann rasant weiter, als die Krise eintraf und als die ersten Unternehmen dann auch schon vor ernste Situationen gestellt wurden. Silber hat durch die Industrienachfrage in dem Fall gar nicht wirklich einen abgeflachten Bedarf gespürt, sondern Silber wurde dann als Investmentprodukt gekauft. Wir konnten gar keine Mengen mehr nachbeschaffen und waren dann wie viele andere Händler leer verkauft oder leer gekauft, so muss man es richtigerweise bezeichnen. Und aktuell ist es eben so, dass wir nur mit Händeringen größere Mengen Maple Leaf heranschaffen können. 10.000, 15.000 Münzen zu beschaffen ist gar nicht mehr so einfach. Das war früher ein Anruf in Kanada. Heute ist es wirklich ein Problem der Disposition, weil die ganze Welt sich nach diesem Rohstoff reißt, der unserer Meinung nach der Rohstoff der nächsten Dekade ist, der alles outperformen wird, der eine historische Chance darstellt, liebe Zuschauer. Aber kommen wir zum nächsten Argument. Silber hat genau wie Gold noch nie einen Wert von Null gehabt, was kein Argument ist, warum der Silberpreis steigen wird, was sie aber darin bestärken soll, dass in der nächsten Krise Silber ebenfalls genau wie Gold einen riesigen Anstieg an Nachfrage erleben wird und gleichzeitig auch einen riesigen Preisanstieg erleben muss. Wenn ein Produkt knapp wird, wenn ein Rohstoff knapp wird am Markt, was passiert dann? Die Angebote bestimmen den Preis und wenn das Angebot nicht mehr vorhanden ist oder verknappt wird, steigt der Preis logischerweise. Das ist eine ganz einfache wirtschaftliche Regel, liebe Zuschauer. Auch wenn der Preis zu großen Teilen an den Termingoldmärkten gemacht wird, an den Buchgoldmärkten wie der COMEX oder der Shanghai Gold Exchange, dann ist es trotzdem so, dass wenn der physische Markt leer gekauft ist, der Preis im physischen Markt explodiert. Was dann an Termin- oder Buchgoldmärkten passiert, ist letzten Endes völlig egal, liebe Zuschauer. Wenn ich von dem Goldmarkt spreche, meine ich damit natürlich auch immer den Silbermarkt, ganz klar. Denn der Goldmarkt und der Silbermarkt, die fallen in unseren Augen unter einen Deckel. Aber jetzt kommt eines der wichtigsten Totschlagargumente und das sollten Sie sich ganz genau anhören. Und zwar das letzte, das fünfte Argument, warum der Silberpreis steigt, liebe Zuschauer. Das ist die Größe des Silbermarktes. Wir werden hier mal eine Grafik einblenden, einfach im Verhältnis, um für Sie darzustellen, wie groß der Silbermarkt tatsächlich ist. Und viele haben sich den Silbermarkt bestimmt wesentlich kleiner vorgestellt. Eine schöne Anekdote dazu sind die Gebrüder Hunt, die ich ja eingangs das Video schon erwähnt habe. Für diejenigen, die den Begriff Cornering noch nie gehört haben, der kommt aus dem Aktienmarkt und das bedeutet im Prinzip, aus allen Ecken einen Markt leer zu kaufen. Und die Gebrüder Hunt haben es in den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre tatsächlich geschafft, den Silberpreis von 2 US-Dollar pro Unze fast ins Unendliche zu treiben. Bei 50 US-Dollar pro Unze ist deren Konzept dann zusammengebrochen, denn es wurden 150 Millionen Unzen Silber physisch gekauft am Markt. Die haben wirklich versucht, den gesamten Markt leer zu kaufen und 200 Millionen Unzen an den Termingoldmärkten gemeinsam mit ihren Partnern. Leider ging das Spiel dann etwas nach hinten los, natürlich aufgrund dessen, dass kaum mehr Angebot am Markt war, waren die Leute auch irgendwann nicht mehr bereit, diese utopischen Preise zu zahlen, die nicht mit einer Krise einhergingen. Wenn das Ganze aber mit einer Krise einhergeht, dann sind noch viel höhere Preise erwartbar, gerade wenn wir jetzt vom aktuellen Gold-Silber-Ratio sprechen, das ja historisch interessant für Anleger ist, liebe Zuschauer, und dann kurz danach, wenige Jahre nach dieser riesigen Blase, die im Markt war, aufgrund dessen, dass die Silberpreise künstlich getrieben wurden, hat sich der Silberpreis dann jahrelang zwischen 5 und 10 US-Dollar pro Unze bewegt. Jetzt sind wir ja kurz davor, die 20-Dollar-Marke zu knacken, die nach oben alle Tore öffnen wird, sodass wenn wir 30, 40 und weitere Marken sehen,
Silberanleger ganz doll dafür belohnt werden, dass sie eben diese Ausdauer, dass sie diese Geduld hatten, dass sie dieses Sitzfleisch hatten, auch in der Corona-Krise, als es einen deflationären Schock gab eben und die Silberpreise massiv gefallen sind, lieber nochmal nachgekauft haben und ihre Rohstoffe nicht abgestoßen haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns einen Daumen hoch geben, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Haben Sie noch weitere tolle Argumente zu unseren 5 Totschlagargumenten, dann schreiben Sie es hier unten gerne mal in die Kommentarfelder, abonnieren Sie den YouTube-Kanal und schalten Sie uns gerne wieder ein. Ich freue mich, Sie bald wieder gesund hier auf unserem YouTube-Kanal zu sehen. Tschüss.